Neuer Vlog. Geile Perspektive. Es geht heute wieder zu einem Dreh, und zwar zu einem Live-Podcast-Dreh mit Julia Schockmann. Die einen oder anderen kennen sie vielleicht von DSDS. Also die war die erste Gewinnerin von DSDS und ist jetzt, glaube ich, Vocal Coach, soweit ich weiß da, oder war, oder wie auch immer. Und mit Tané, das ist ja eine Comedian, die Comedian, der, ihr wisst schon, was ich meine, wir verheiratet, die machen heute wieder einen Live-Podcast in einem Theater, glaube ich, in Köln. Und Akkus haben über Nacht geladen, das heißt, jetzt noch ein paar Sachen einpacken. Die meisten Sachen sind schon im Auto und dann geht's ab nach Köln. Das Ding ist übel laut, ne? Also das Ding pustet so viel Wind raus und diese Lichter haben mich auch abgefuckt. So, jetzt noch ein bisschen. Wir wollen ja auch gut riechen, ne? Da kann man eigentlich nicht zu wenig nehmen. So, jetzt noch schnell zum Bäcker und dann können wir, glaube ich, los. Alles da, und ab. Ausmachen, Licht. Sehr gut. Ach, ist aber wieder, schon wieder ein geiles Wetter, doch. Mach ich eine Fresse. Jetzt kommt hier hin, das Ding. Oh, aua. Was man nicht braucht, wird einfach hier unten reingeschubst. So, zack, Hemd, da habe ich noch nie angezogen. Hier sind noch Socken und Unterhosen, aber die sind frisch, also alles entspannt. Ey, das ist eigentlich ein Motorradrucksack, aber da passt so viel Stuff rein. Ich habe ja jetzt meinen Kamerakoffer und noch so viel Stuff und Zubehör drin. Ich denke, ihr merkt, ach du Scheiße, ich denke, ihr merkt, es wird ein ziemlich chaotischer Vlog, aber, ja, nix aber, es wird ein chaotischer Vlog. So, Freunde, alles besorgt. Brötchen sind da. Energy für die Fahrt ist auch da. Trinke ich übrigens fast nur, wenn ich auf Fahrt bin. Aber halt nicht zu viel davon. Deswegen passt auf. So, bei meinem Chef angekommen. Und ratet mal, wer Festplatten vergessen hat, auf denen wir aufnehmen. Und jetzt wieder zurückfahren muss. Richtig. Ich. Das heißt, jetzt wieder die Strecke zurück. Und wieder hin. Hab sie. Kurzes Update bzw. kurze Situationsschilderung. Ich war gerade vor dem Theater, habe dort geparkt auf dem Behindertenparkplatz, um auszuladen, um die Sachen halt auszuladen. Und dann bin ich wieder eingestiegen und losgefahren, um Parkplatz zu suchen. 20 Minuten lang, um dann gesagt zu bekommen, ey yo, du kannst am Theater einfach in die Tiefgarage fahren. Wir machen für dich auf. Kein Problem. Ja, aber sonst alles super. Oh. Das Kabel in der Box eingeklemmt. Scheiße. Kabelmanagement wird hier bei mir groß geschrieben, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr gefischt. So, Freunde, Sachen sind wieder im Kofferraum, alles eingepackt, Podcast ist beendet. Ich habe euch wieder ein paar Einschnitte gezeigt. Ich darf euch ja logischerweise nicht den ganzen Podcast zeigen. Auf jeden Fall geht's jetzt gleich nach Hause. Oder ich bin wieder zu Hause. Es ist, glaube ich, gerade 10 vor 1 oder so oder 1 Uhr. Und jetzt geht's erstmal schlafen. Und damit war es das dann auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen gerne einen Daumen nach oben und abonniert auf jeden Fall kostenlos meinen Kanal. Wie gesagt, ist kostenlos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ey, ich bin ohne Flachs müde.